allerseits und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder eine Fortsetzung für euch. Irgendwie hatte ich Anfang des Jahres das Gefühl, so, oh Gott, es werden richtig viele Fortsetzungen dieses Jahr kommen. Am Ende des Tages waren es dann gar nicht so viele, aber heute ist mal wieder eine fällig, nämlich Eve of Man 2. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich euch Eve of Man 1 erst dieses Jahr vorgestellt. Der zweite Teil hat den Untertitel Die Rebellen auf Englisch und das finde ich ist bemerkenswert für den Inhalt des Buches, heißt es The Illusion of Eve, also die Illusion von Eve, was gerade für den Inhalt des Buches nicht nur bemerkenswert, sondern auch extrem wichtig ist und ein interessanter Indikator ist, von dem ich mich frage, warum hat man den auf Deutsch rausgestrichen? Fragen über Fragen, ob wir es jemals erfahren werden. Ja, lasst uns noch mal ganz kurz überlegen, okay, worum ging es in Eve of Man überhaupt? Also, wir erinnern uns, dass mal Männer und Frauen gleichermaßen so zur Welt kamen. Und ja, die konnten sich dann fortpflanzen und dann gab es weitere Menschen. Aber irgendwann kamen nur noch Männer zur Welt. Und das bedeutete, dass die Menschheit kurz vorm Aussterben stand. Dann irgendwann eines Tages nach langer, langer, langer Zeit wurde ein Mädchen geboren, was den gar nicht pathetischen und klischeehaften Namen Eve bekam. Eve wurde von der Abteilung für den Fortbestand der Menschheit, AFM, in einem Turm aufgezogen, komplett abgeschottet von der Welt und ja, mit sehr vielen Illusionen wurde ihr eingeredet, wie ihr perfektes Leben aussehen soll, was so von ihr erwartet wird, wie die Welt vielleicht aussieht. Aber dann haben es Menschen geschafft, sogenannte Libertisten, Kontakt zu ihr aufzunehmen und ihr deutlich zu machen, so hey, vielleicht ist die AFM doch nicht so der heiße Scheiß. Und eventuell möchtest du selber entscheiden, was mit dir passiert und deinem Körper und ob du wirklich die Wiederbevölkerung und den Wiederaufbau der Menschheit vorantreiben möchtest oder ob du eigene Entscheidungen treffen möchtest. Ja, der zweite Teil beginnt dann damit und an dieser Stelle muss ich natürlich ein bisschen jetzt spoilern so, dass sie ausbricht aus ihrem Turm. Und sie geben den Libertisten in den Untergrund, allerdings, das haben wir im ersten Teil erfahren, hat die AFM Eves leiblichen Vater. Und das findet Eve nicht so cool. Und als sie das rausfindet, sagt sie so, hey, ich will meinen Vater gerne befreien. Und währenddessen gibt es auch noch Soldaten der Finalgarde, die wir im ersten Teil schon kennengelernt haben, die jetzt Vivian, der Chefin der AFM, ziemlich ausgeliefert sind und deren Willen gehorchen muss, der sehr oft sehr grausam ist und mit viel Folter verbunden ist, damit Vivian Eve wieder in ihre Finger kriegen kann und ihre ganzen Pläne verwirklichen kann. Denn dass es nicht nur um den reinen Wiederaufbau der Menschheit geht, sondern noch um ganz andere Machtinteressen, das wird ziemlich schnell klar, das wird auch Eve bald klar, die sich zudem ein bisschen in Fragen des Herzens entscheiden muss. Und natürlich auch, was kann sie zum Beispiel verantworten, weil wenn sie jetzt sagt so, hey, ich will das und das machen und dafür brauche ich eure Unterstützung, dann bringt sie natürlich die Libertisten, die schon sehr, sehr viel für sie riskiert haben, wieder in Gefahr. Das ist so ungefähr die Ausgangslage, die wir in Eve of Man 2 haben. Den wirklich krassen und interessanten Teil kann ich euch an der Stelle natürlich nicht verraten, weil ihr sonst schon wüsstet, was alles in Eve of Man 2 passiert. Das Buch hat ja knapp über 330 Seiten, das heißt, ich kann euch jetzt auch nicht alles erzählen und so viel ist es auch gar nicht, weil es auch sehr viele romantische Überlegungen gibt, die in diesem Buch Raum einnehmen. Ja, ich muss tatsächlich sagen, so Eve of Man 1 fand ich ganz gut und dann habe ich den zweiten Teil gelesen und dachte mir so, hä, irgendwie dachte ich, die wäre schon längst im Untergrund, dies, das. Da habe ich mal für mich festgestellt, dass ich komplett falsch im Kopf hatte, wie Eve of Man 1 geendet hat. Bei manchen Personen habe ich ein bisschen länger gebraucht, bis ich wieder gewusst habe, was die eigentlich im ersten Teil gemacht haben, wie da die Beziehungen sind und so weiter. Aber am Ende des Tages habe ich das eigentlich geschafft, da überall wieder reinzukommen. Ich muss sagen, das Ende fand ich super genial. Klar, den ganzen kitschigen Hetero-Liebesbeziehungs-Blabla-Kram hätte man sich meiner Meinung nach auch ein bisschen schenken können. Und angesichts der Tatsache, dass es fast nur noch Männer in diesem Buch gibt, also es gibt ein paar Frauen, aber die sind sehr alt. Und angesichts der Tatsache, dass es hauptsächlich Männer in diesem Buch gibt, die auch keine Beziehung mit einer Frau haben können, so, also die meisten jedenfalls nicht, so mit 20 hat man ja eigentlich zwangsläufig eine Beziehung mit einer 50- oder 60-Jährigen. Ist zwar okay, wenn man es hat, aber kommt jetzt zumindest nicht so oft vor. Bin ich doch sehr erstaunt, dass es kein einziges schwules Paar in diesen Büchern gibt. Das mal an dieser Stelle erwähnt. So, das finde ich super mega schade, das hätte man da locker flockig mit einbringen können. Ja, so viel zur Diversitätskritik an dieser Stelle. Was das Menschliche angeht, dachte ich mir teilweise,
das ist schon ganz schön hart und das ist ganz schön grausam, was uns hier das AutorInnen-Duo vorsetzt. Weil das wirklich Entscheidungen sind, die Menschen komplett kaputt machen können und die Seele zerstören können, die hier teilweise junge Menschen treffen müssen. Aber das haben wir in Dystopien ja immer mal wieder häufiger gehabt. Deswegen ist das für ein Buch jetzt nicht so richtig überraschend. Ja, es gibt Irrungen und Wirrungen, Wendungen und Unerwartetes. Manches ist ein bisschen vorhersehbarer in dem Buch. Aber insgesamt fand ich die Fortsetzung eigentlich ziemlich gut. Also wenn euch der erste Teil gefallen hat, wird euch der zweite wahrscheinlich auch gefallen. Und was ich nochmal hier gut fand, war, dass dieser Aspekt des Selbstbestimmen als Frau über den eigenen Körper oder dass halt Männer, okay, mit Vivien gibt es auch eine weibliche Person, aber ansonsten sind es wirklich nur Männer, die irgendwie Ansprüche erheben darauf, wie Eves Körper zu verwenden ist, nämlich zur Fortpflanzung. Das ist ja ein sehr zentrales Thema in der Saga und ich finde es sehr gut, dass das jetzt hier im zweiten Teil nochmal sehr aufkommt. Ich glaube, das ist gesellschaftspolitisch auch ein sehr guter Zeitpunkt, dass sowas nochmal aufkommt. Man kann das Buch unpolitisch lesen, wenn man das möchte. Aber wenn man ein ganz klein bisschen sich Gedanken über so Selbstbestimmung und Politik und alles macht, dann kommt man fast nicht drum rum, es politisch zu lesen. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Genau. Ja, was kriegt ihr das Buch von mir für eine Bewertung? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich fand es ja, wie gesagt, ganz gut, aber ich fand es teilweise schon ein bisschen... Also ich fand ja schon den ersten teilweise manchmal ein bisschen sehr vorhersehbar und manchmal ein bisschen flach, so. Und ja, die mangelnde Diversität der Charaktere finde ich halt auch so ein bisschen schade. Es wäre jetzt nicht so der Ast gewesen, welche einzubauen. Genau, vom Stil her ist es aber eigentlich ganz in Ordnung. Man kann die Figuren größtenteils unterscheiden, aber einmal habe ich irgendwann ein Kapitel von Eve gelesen und ich musste erstmal zurückblättern, um festzustellen, ob ich jetzt Bram, wie spricht man den Namen aus? Eve oder Michael lese. So, und ich wusste es nicht. Also so verschieden sind die Stile auch wieder nicht, was es dann manchmal ein bisschen schwierig macht, aber meistens weiß man, was man gerade liest. Insgesamt gibt es von mir einen ganz soliden silbernen Bücherengel für Eve of Man und ich bin sehr, sehr gespannt, wann der dritte Teil rauskommt. Genau, Eve of Man 1 kam ja jetzt, wie gesagt, glaube ich, erst dieses Jahr raus. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass Eve of Man 3 vielleicht im Sommer oder sowas rauskommt. Das wäre ziemlich cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Also es ist nicht die beste Reihe, die ich hier gelesen habe, aber sie ist trotzdem ganz gut. Und sie hat auf jeden Fall das Potenzial, dass ich sie trotzdem weiterlesen möchte. Und ich denke, das ist doch so eins der Hauptkriterien, die so ein Buch haben sollte. Lust zum Weiterlesen zu machen. Das ist auch definitiv eine schöne, kurzweilige Unterhaltung, die trotzdem Potenzial für tiefgründigere Gedanken bietet. Also quasi alles dabei. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr fit, munter und gesund bleibt, dass ihr euch brav an die Regeln haltet und dass das momentan nicht mehr zu schwere und stressige Zeit für euch ist. In dem Sinne, bis demnächst!